Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir wollten heute eigentlich am Strand ein bisschen Picknick machen. Wir haben hier Mittagessen geholt, aber das geht gar nicht, weil es ist irgendwie Red Tie oder so. Ich weiß nicht, wie es heißt. Red, keine Ahnung. Auf jeden Fall ganz viele tote Fische am Strand. Der Alex guckt gerade. Und das ist so ein bisschen toxisch für die Fische und für die Lungen. Es ist ein bisschen reizend. Ich traue mich jetzt nicht hin, weil ich Angst habe, dass es irgendwie auch schädlich für Schwangere sind. Alex guckt gerade, aber ich merke das schon in der Lunge, dass das so reizt. Oh, voll unangenehm. Guck, da kommen die zwei schon da hinten. Da. Schade eigentlich. Das erste Mal, dass wir zum Strand wollten. Aber es geht, glaube ich, nicht. Jetzt sind wir schon fast 3 Wochen hier und waren nicht einmal am Strand. Nein, wie kann ich hin? Nee, na? Und? Boah, das ist ja viel. Boah, kannst du gar nicht. Kannst du gar nicht atmen. Schnell weg hier. Das ist hier so ein geiles Haus am Strand und kannst da nicht atmen. Die müssen ja weg. Die müssen ja woanders hin. Warum müssen die Leute? Die am Strand wohnen, ja, ich meine, gut, die am Strand wohnen, die haben auch genug Geld, die könnten sich auch ein Hotel nehmen. Jetzt gehen wir zum Spielplatz. Hier waren wir schon des Öfteren, heute ganz schön voll da ist. Aber ein schöner Spielplatz. Sonst ist der immer mega leer. Aber heute ist auch echt Sonntag. Ist eigentlich immer überall voll. Mama. Was hast du dir dann da bestellt? Sandwich? Chipotle Chicken Focaccia. Luis und ich teilen uns eine Mega-Waffel. Lecker, ne? Schade. Wir haben Marmelade im Auto vergessen. Ich weiß nicht, wie ich die. Achso, da haben wir Messer. Kannst du mir das mal aufmachen? Ich habe auch mein Stativ für die Kamera nicht dabei. Alex hat hier Chips. Lecker. Kann ich auch ein bisschen Chips, Papa? Mmh. Lecker Chips. Picknick. Hier sind voll viele kleine Viecher. Was sind das für Tiere? Stech mich mit deinem. Mal ein bisschen wegscheuchen, mein Gitter. Oh. Die fliegen so komisch. Voll groß hier. Ja. Schön gemacht, aber es ist natürlich, wenn hier die Sonne scheint. Ganz schön heiß. Mein kleiner Delfin. Spring rein. Nimm Anlauf. Ja, heute sind Luis und ich alleine im Pool. Ihr könnt sehen, ich habe Hitzebläschen bekommen. Ich darf das Wort nicht sagen, sonst kriege ich noch mehr. Aber es ist schon am Heilen. Gott sei Dank. Heute sind, wie gesagt, Luis und ich alleine am Pool. Meine Schwiegereltern sind mit Alex unterwegs. Da rein. Okay. Turbo? Turbo-Schuhe aktiviert. Das ist ja, Alex ist mit meinen Schwiegereltern heute unterwegs und ich springe jetzt auch gleich ins Wasser. Wir sind nicht mehr lange hier. Wir haben nur noch ein paar Tage. Freitag geht es schon wieder nach Hause. Und heute ist Dienstag. Genau, Dienstag. Heute war Upload-Tag. Ich habe heute mein Schwangerschafts-Update hochgeladen. Ja, Leute, euch ist aufgefallen, dass meine Oberweite extrem gewachsen ist. Ich weiß nicht, ob ich das so schön finde. Ich hoffe, dass die auch nach der Schwangerschaft wieder so aussehen wie vorher. Aber ich gehe jetzt erstmal ins Wasser und wir genießen jetzt nochmal so die Sonnenstrahlen, obwohl ich gesehen habe, dass wir die Sonne mitbringen nach Düsseldorf. Okay, jetzt kommt die Sonne raus.
der Heißpool. Da gehen wir jetzt auch zwischendurch immer rein. Und das ist der Pool, der hier bei uns um die Ecke ist. Das ist unser Snack für heute. Einmal Papaya mit Erdbeeren, Ananas, also das Louis hier. Waffeln, die hat meine Schwiegermama gemacht vor ein paar Tagen. Also vorgestern, und ein gekochtes Ei. Machen wir jetzt ein kleines Picknick hier am Pool. Schwer bepackt gehen wir jetzt nach Hause. War ein schöner Pooltag mit dir, Schatzi. Luis möchte gerne diesen Rainbow-Kuchen hier. Und du, Schatz? Äppelstrudel. Äppelstrudel. Oh, Tiramisu, das würde ich ja gerne nehmen. Mama, sind oder deine diese Hände Obst. Kalt? Nee. Aber Mama, fühl mal hier, da wird es wärmer. Da wird es wärmer? Ja. Fühl mal, Mama. Und wie schmeckt der Rainbow Cookie? Darf ich gleich auch mal probieren? Mhm. Oh, lecker. Mit Nutella gefüllt. Darf ich da auch mal von probieren? Hier ist was mit Nutella. Mama, dieses Papier ist weggegangen, Mama. Das ist wahrscheinlich so da reingespritzt. Ich mal probieren. Also deine Schwester und ich, wir wollen probieren. Aber Mama, das esse ich das andere. Jetzt schmecken die Farben unterschiedlich. Müssen wir alle Farben probieren? Wir machen. Ich war Mundfarben. Ich würde mich beilen, sonst ist der gleich weg. Lecker, ne? Ja, wirklich lecker. Also so sieht das hier aus. Voll schön. Sehr chillig. Was ist denn das für eine Knete? Da gibt es diese leckere Bowl. Ja, nur noch. Wir sind jetzt nur noch 2 Tage hier, ne? Heute und morgen. Heute und morgen. Freitag ist Abreisetag. Da müssen wir packen und so. Aber wir fahren erst abends. Ich habe mir übrigens einen Chai Latte bestellt. Klein. Hätte ich voll Sinn, wenn ich hier gleich den Kuchen esse. Lecker. Spring! Mach mal ein Salto oder eine Schraube oder so. Ich kann eine Schraube. Soll ich mal eine Schraube machen? Ja, mach du auch eine Schraube. Nicht auf Papa drauf. Geh doch auf die andere Seite. Und? Wir waren letztes Jahr schon hier, da konnte ich natürlich mithüpfen. Heute kann ich nicht mithüpfen. Aber ich gehe jetzt zu Ulta Beauty. Voll lustig, wir waren letztes Jahr hier, als so schlechtes Wetter war, und diese haben eigentlich Glück mit dem Wetter, weil sie sind jetzt trotzdem nochmal hingefahren, weil Luis so viel Bock hatte da drauf. Das macht so viel Spaß gerade hier, da so rein zu hüpfen. Hier ist zum Beispiel Tarte, gibt es aber ja in Deutschland auch, der berühmte Concealer. Aber ich wollte mal nach einer Palette gucken. Oh, Highlight and Contour. Coole Farben. Also wie gesagt, ich wollte mal nach einer eine Eyeshadow-Palette gucken. Das sind schöne Farben. Ganz viel Nars. Ich mag Nars ja auch super gerne, aber ist extrem teuer. Schaut euch mal die Palette, $200. So, ich war sehr erfolgreich. Eigentlich wollte ich gar kein Geld mehr ausgeben. Aber ich habe so viel gefunden, noch sowas für die Haare und so. Und noch einen Lippenstift, den die wieder aufgefüllt hatten, den ich eigentlich haben wollte. Jetzt muss ich aber erstmal, bin ich da, erstmal die Männer abholen. $150 habe ich ausgegeben. Ja. Ich muss sagen, ich habe mich nicht so wirklich getraut, da so viel zu filmen.
Ich meine, die sind ja immer total nett und Angst haben braucht man da auch nicht, aber ich wollte ihnen jetzt ein bisschen aus dem Weg gehen. Naja, egal. Ich zeige euch gleich zu Hause, was ich noch so entdeckt habe. Da! Hi! Na, habt ihr Durst? Wir haben schon So, dann zeige ich euch mal, was ich alles gekauft habe. Ich bin nochmal zurückgegangen, weil ich den hier vergessen habe. Und das hier hatte ich auch vergessen. Aber gehen wir mal genau auf die Produkte ein. Moment. Das und das. Das ist meine Ausbeute. So, also einmal Nummer 1. Kennen viele von euch vielleicht? Ja, ist so ein Klassiker. Ich hatte die noch nicht. Aber die soll ja so mega gut sein. Ich habe die auch so ein bisschen ausprobiert und ich fand die Farben super. Ich hatte die auch schon einmal bei Olesya ausprobiert und da fand ich die schon toll. Die ist auf jeden Fall mitgekommen. Dann mein Bye Bye Under Eye Concealer. Den habe ich auch schon auf Instagram gezeigt. Den finde ich toll. Da habe ich mir nochmal einen Vorrat geholt, weil ich nicht wusste, ob es das auch in Deutschland gibt. Und habe einfach gedacht, komm, holst du dir die hier auch, weil auf Amazon oder so ist das bestimmt teurer. Aber ich habe gehört, dass es das auch bald in Deutschland zu kaufen geben soll. Dann habe ich mir noch von Saint-Tropez, das ist so ein Glow für die Haut. Ich habe mir das hier auf den Arm mal auf den Arm geschmiert und das sah so schön aus. Da war noch so ein anderes Zeugs, auch für so ein Instant Glow den ganzen Tag, aber das war nicht so krass wie das hier. Dann habe ich mir noch einen wunderschönen Lippenstift gekauft von Anastasia Beverly Hills Stripped. Sehr schöne Farbe, sehr nudig, so ein bisschen beige und Aprikot, auch ein Touch Rosa dabei. Eine ganz tolle Farbe. Nee, Stripped, habe ich Stripped gesagt? Farbe Stripped und ja, fand ich auch sehr schön. Ist der Vorteil, wenn man große Brüste hat. Und dann habe ich mir noch zwei Sachen für die Haare gekauft. Aber es ist noch nicht das letzte. Einmal von Living Proof. Ich wollte mir eigentlich was anderes holen. Ah, da. Doch nicht. Genau, da habe ich mir noch was für die Haare gekauft. Einmal Living Proof. Das ist einmal ein Dry Volume Blast für die Ansätze, so ein Spray. Und dann einmal ein Instant Defrizzer. Ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt mir mal wieder zwischendurch ein paar Locken mache, dass das nicht so frizzig aussieht, sondern sehr schön glatt. Und dann habe ich mir noch ein von Bumble and Bumble, auch so ein Dry Shampoo Puder für die Ansätze, damit man hier so ein bisschen mehr Volumen hat. Das habe ich mir auch mal gekauft, wollte ich mal ausprobieren. Und das war es eigentlich. Ich hatte noch so ein paar Sachen bestellt und die zeige ich euch dann auch nochmal auf Instagram. Da wollte ich sowieso nochmal so einen kleinen Beauty-Haul machen. Ich weiß noch nicht, ob ich dafür live komme oder nicht. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Dann mache ich das am Dienstag auch, wenn das Video online geht, oder am Mittwoch. Muss ich mal gucken. Ja, das war auf jeden Fall alles. Ah ne, hier habe ich noch eine. Hat schon wieder vergessen. Apple Butter Lip Mask. Das ist ein koreanisches Produkt. Das ist so eine Lippenmaske. Wie so ein Balm halt. Habe ich da so ausprobiert und ich fand das richtig gut. Wie so ein Wachs. Ganz cool eigentlich. Und das war es wirklich. So, jetzt gehen wir morgen doch nochmal zum Strand, weil meine Schwiegermama gesagt hat, dass ich die Algen so ein bisschen entfernt haben. Und da nehme ich die Kamera auch nochmal mit und dann wird das wirklich ein XXL-Vlog. Ja, ich würde sagen, bis morgen. Wir haben es doch nochmal zum Strand geschafft. Letzter Tag. Oh, wie schön. Und erste Mal Sand an den Füßen. Geht? Ja, geht. Ganz klares Wasser. Du kannst doch schwimmen, Luis. Ja. Oh, ist das schön. Endlich mal am Strand. Ist wirklich der allererste Tag und der letzte Tag, wo wir überhaupt die Möglichkeit haben. Wir wollen auf jeden Fall morgen nochmal am Pool frühstücken und dann müssen wir auch packen, weil morgen Abend geht dann unser Flug.
Schade. Irgendwie hat das Meer doch immer noch was richtig krass Entspannendes. Ich habe mir heute auch wieder einen kleinen Snack, ein paar Orangen mitgebracht zum Schneiden. Die sind so süß. Die sind auch organic. Trolley. Kaugummi. Wer macht so einen Scheiß und spuckt sein Kaugummi in den Sand? Boah, ist das ekelhaft. Geht gar nicht ab. Toll. Ich denke, das klebt da so an meinem Fuß. Letzter Tag in Florida. Wir gehen jetzt zum Pool frühstücken. Morgens wird hier immer sauber gemacht. Und grün geschnitten. Good morning. Good morning. Wir sind auch gut bepackt. Ich zeige euch gleich mal, was ich hier immer esse morgens. Heute ist übrigens Star Wars Day. Ist doch euer Tag, oder nicht? Das ist Star Wars. Weil einer hat von Star Wars auch so einen Anzug, ne? Deswegen ist das Star Wars. Da ist der Pool. So. Das Stück Fisch am Leberwurst. Noch ein Schweiger Leberwurst. Haben wir auch noch nie gemacht, ne? Ne. Papa? Hm? Heute machen wir einen Tag, wo du ins Wasser gehst, wenn du fertig bist, ja? Ja. Das ist mein Frühstück, was ich mir hier jeden Morgen gemacht habe. Haferflocken mit Wasser, 2 Minuten in die Mikrowelle, dann quellen die so schön auf. Ein bisschen griechischen Joghurt, gefrorene Blaubeeren, Banane, ein bisschen Erdnussbutter und das. Und Körner ein bisschen. Ach ja, Leinsamen und ein bisschen Obst noch für zwischendurch. Und ein bisschen Erdbeeren, Körner. Himbeeren und ich liebe Papaya, die ist hier so lecker. Und was noch, sagst du? Körner, ja, das sind Leinsamen heißen die. Und ein bisschen Honig habe ich auch noch drauf gemacht. Ist voll lecker. Habe ich hier fast jeden Morgen gegessen. So, und jetzt genießen wir noch die letzten Stunden. Ne? Wir müssen jetzt gleich Koffer packen. Und um 3 Uhr geht's los. Da fliegen wir. War so schön hier, ne? Mhm. Und? Wie viel Uhr haben wir? 9?